Morgen, Tag 13. Heute mit Schal und ohne Auto. Ja, es ist ganz schön kühl hier in Hamburg. Und auf dem Schiff, wo es gleich hingeht, wird es bestimmt nicht wärmer. Ja, heute endlich mal autofrei. Und ich schaue mir Hamburg an. So, ich bin auf dem Schiff und jetzt bin ich mal gespannt, wo es da alles lang geht. Das war die Hafenrundfahrt. Für diesen Spaß habe ich 20 Euro bezahlt. Naja, es war wirklich cool. Wiedersehen. Wenn du auch mal da bist, es lohnt sich. Ist beeindruckend, was da alles so rumschwimmt. Hier hinten, ich hoffe man sieht es, ist das Stadion von FC St. Pauli. Und ich finde das ja so ein cooler Verein. Ich habe da schon ein bisschen von gehört. Ja, näher geht es nicht hin, aber ich habe es gesehen und ein Stadion mehr schadet nicht. Und hier vorne, da geht es jetzt hin, das ist die St. Michaels Kirche. Mal schauen, ob ich da hochkomme. So, da werden wir. Schon hoch das Teil. Mal schauen, ob ich da hochkomme oder ob es mir zu viele Leute gibt. Ja, 160 Meter hoch ist das Teil, aber ich gehe nicht drauf, weil es hat mir einfach so viele Leute. Ich muss so ewig warten. Auf das habe ich keinen Bock. Da entdecke ich lieber noch ein bisschen was. Anderes von Hamburg, da gibt es ja genügend zu sehen. Aber ich war da. Ich bin jetzt an der Alster, Jungfernsteig, und so sieht das aus. Eine Menge Leute, aber richtig cool hier. Gefällt es mir. Jetzt treibe ich mich nochmal ein bisschen rum. Vielleicht finde ich irgendwas glutenfreies. Ich mir einen Salat bei Dean und Davids, der ist glutenfrei. Und Chacha wird es übrigens auch noch geben in der Europaallee. Und jetzt beginnt es zu regnen. Und ich habe Tuco genommen. Naja, ich probiere jetzt einen Salat. Ich glaube, der schmeckt. Das sieht ganz lecker aus. Und dann geht's weiter. Ja, der Salat war lecker und es war natürlich nicht die Europaallee, die ist in Zürich, es war die Europa-Passage. Mein Freund und Helfer, wenn es ums Arbeiten geht. Starbucks. Ein schönes Haus hier. So sieht das Ganze denn aus, wenn ich in Starbucks arbeite. Hey Freunde, es ist schon wieder dunkel und ein weiterer Tag ist vorbei. Ich war jetzt gerade noch Kaffee trinken mit Fräulein glutenfrei. Den Blog verlinke ich auch nochmal, war super spannend und jetzt geht's wieder zurück. Ja, war ein langer Tag hier in Hamburg, hat trotzdem ganz, ganz viel Spaß gemacht. Hab viel gesehen von der Stadt, war wirklich cool. Ist eine coole Stadt, aber ja, ganz schön groß. Es gibt ganz viel noch zu entdecken. Aber für mich war es das für heute und für Hamburg. Morgen geht's schon weiter nach Berlin, da freue ich mich auch ganz doll. Ich mal sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder, dann wieder mit Auto. Und bis dann nicht vergessen zu abonnieren. Und ich glaube, gestern war ich genau an dieser Stelle schon mal und habe das Gleiche gesagt. Ich check das Video gestern aus und ja, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.